Ich habe vor ungefähr 5 Jahren, glaube ich, mit dem Züger angefangen. Also ich habe vorher 20 Jahre lang Rollrad geturnt und dann irgendwann bei einer Varieté-Veranstaltung mal gesehen, hey, da gibt es noch was anderes, da touren auch Leute nur einem einzigen Reifen. Ich fand das super spannend und wollte es auch mal ausprobieren. Damals war die Community noch nicht so wirklich groß. Ich glaube, ich war eine der ersten in Deutschland, die damit angefangen hat. Vielleicht gab es zu dem Zeitpunkt 5 oder so. Da bin ich ein paar Jahre später nach Aachen gezogen und hier ist es richtig toll. Also beim Steering-Wheel unterscheidet man so im Großen und Ganzen 4 Bewegungsarten. Das eine ist der Basic Step oder Walzer. Da hat man so eine Achse im Rad, das ist der Turner, die bewegt sich hin und her. Also man rollt sozusagen von einem Fuß zum anderen und dabei dreht sich das Rad. Nummer 2 ist die große Spirale. Das ist wie wenn man so eine Münze über den Tisch rollt, kennt man auch so ein bisschen vielleicht von Rollradtouren. Okay, das nächste sind die sogenannten Coinspins. Da kreiselt das Rad relativ flach über den Boden. Dann gibt es noch den Spin. Dabei hat man eine feststehende Achse im Rad und das Rad dreht sich wirklich auf einer Stelle um diese Achse. Beim Sur ist man sehr dreidimensional unterwegs. Also es ist mehr so was Tänzerisches. Klar, man muss immer mal aufpassen, dass man sich nicht über den Finger rollt. Das ist auch nicht so schlimm. Das macht super Spaß, hier so durch die Gegend zu wirbeln. Hat ein gewisses Suchtpotenzial. Und wer Lust hat, einfach mal vorbeikommen, ausprobieren.